zuletzt bei The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Nach einem kurzen Nebenjob in der Postfiliale lernten wir Medulli kennen. Ein mutiges Orni-Mädchen, welches sich zur Aufgabe gesetzt hat, zum Drachen Valo auf den Berg zu steigen, um ihn zu besänftigen. Wir folgten ihr und gelangten dabei in den ersten Dungeon des Spiels. Dieser befindet sich inmitten des Vulkans und wir sind dabei, ihn zu besteigen. Hi Freunde, was geht? Willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Ich gehe hier direkt weiter, bevor mich diese Ratten hier noch weiter belästigen, ne? Und ja, heute geht's für uns weiter hier im Dungeon, ne? Ich versuche mich immer wieder dran zu halten, keine Part-Zusammenfassung hier am Anfang des Parts zu labern, weil die habe ich ja schon im Video, ne? Es ist aber trotzdem einfach so ungewohnt, einfach direkt drauf loszustarten. Aber man lernt ja, ne? Man wächst ja an seinen Aufgaben. Hey! Und der hat den kleinen Schlüssel. Jo, das wusste ich gar nicht. Ich habe den eigentlich jetzt nur getötet, weil ich die goldene Feder haben wollte, die gerade in den Abgrund stürzt. Aber, naja, in Ordnung. Ne, lohnt sich ja. Damit haben wir uns, glaube ich, gerade einiges in Zeit gespart. Ansonsten hätte man hier, glaube ich, einen ziemlich ätzenden Kampf vor sich, wo dieser Vogel immer vor einem wegfliegt. Ich muss wirklich zugeben, ich habe selten so viel Spaß in einem Dungeon gehabt. Es macht wirklich so viel Spaß, hier einfach nur, ne, rumzulaufen und zu erkunden. Und Wind Waker macht einen ganz, ganz, ganz großen Job. Das ist ein wirklich, wirklich tolles Spiel. Und ich verstehe, warum das für viele vielleicht sogar das geilste Zelda ist. Schon bei Twilight Princess HD hatte ich diesen Aha-Effekt. Aber wie gesagt, all diese, naja, diese Stimmung oder dieses Gefühl, warum ein Zelda-Game so geil ist, kann man halt einfach wirklich erst erleben, wenn man es selber zockt oder sich ein LP dazu anschaut. Ne? Also, ich habe schon Majora's Mask geliebt, nachdem ich mir ein LP dazu angeschaut hatte. Und als ich es dann selber gespielt habe, war es einfach der Overkill für mich. Und so ist es auch bei Wind Waker und vor allem auch bei Twilight Princess gewesen. Ich habe mir weder zu Wind Waker noch zu Twilight Princess jemals ein vollständiges LP angeguckt. Zu Twilight Princess habe ich vielleicht mal 10 Parts gesehen, Wind Waker eigentlich noch gar nichts. Also das ist wirklich sowas von blind. Ich weiß wirklich null. Ich weiß wirklich null. Okay, Moment. Yo. Da ist nochmal so ein Topf. Ah, Moment mal. Ich habe eine Vermutung, was es sein könnte. Oh, nee, das war nix. Das war nichts. Das sieht schon besser aus. Und ich habe eine Vermutung, dass das hier Dungeon-interne Teleporter sind. Checken wir das mal ab. So sieht's aus. Okay. Irgendwelche dampfenden Krüge sind Teleporter. Muss ich das weiter hinterfragen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir lassen es einfach mal so stehen und freuen uns, dass wir auf jeden Fall diese Möglichkeit haben. So, da unten, da waren wir schon, ne? Da unten ist der Eingangsbereich. Ja, ja, ja. Oh, wow, 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 wow. Ja, die Fledermaus nutzt hier gleich mal die Gunst der Stunde, dass ich hier vollkommen wehrlos auf der Brücke stehe und mich erkunde. Aber hier sind ja überall Herzen. Und ich habe jetzt zum Glück schon meinen 4. Herzcontainer, ne? Dementsprechend alles cool. So. Der Raum wird abgesperrt. Das hat natürlich immer damit zu tun, dass man alle Gegner in diesem Raum töten muss. Wie geil! Es zerhaut sogar die Krüge, wenn der Moblin nach hinten gefeuert wird. Schick, schick, schick. Gefällt mir. Und hat wieder so eine riesige Machete gedroppt. Kann ich damit den Tisch zerhacken? Oh, jetzt habe ich sie geworfen. Ups. Nee, so war das nicht gedacht. Jetzt. Oh, schade. Das wäre cool, wenn ich den Tisch in der Mitte hätte spalten können. Das hätte ich gefeiert. Aber ich kann sehr viele Krüge auf einmal zerstören, was sehr cool ist. Hey, mein Freund, was machst du denn da? Alter, was bist du? Der Krugblind oder was? Jo, Alter, chill dein Leben. Ja, dann sind hier wahrscheinlich auch noch welche drin, ne? Checken das mal ab. Ja, die haben sich einfach Moblins in Vasen versteckt, ne? Das ist der entspannte Lifestyle. Hier? Nee. Wo zur Hölle sind denn noch Gegner? Vielleicht hier oben? Okay, das hat nicht funktioniert. Aber hier, ja. Was macht ihr da? Was zur Hölle? Ich hinterfrag das einfach mal nicht, aber das ist absolut weird. Die chillen einfach in Vasen und warten darauf, bis sie irgendjemand befreit, weil sie wahrscheinlich festgesteckt sind. Es wird irgendwie so ein Burger reingefallen und dann, oh scheiße, was machen wir jetzt? Übrigens, da ist, da kriege ich was. Da kriege ich was. Da brauche ich diesen Stalken. Ich habe gesehen, dass da eine Fackel leuchtet. Und eine andere nicht. Und zwischen den beiden Fackeln ist die Wahrscheinlichkeit dann doch relativ hoch, dass da eine Truhe für uns erscheint. Und die will ich natürlich haben. So sieht's aus. Sehr schön. Jemand hat mal gesagt, dass ihm die Animation nicht gefällt, wie die Truhen hier spawnen. Ich finde das aber eigentlich ganz schick. Und ich mag allgemein das Design der Truhen, muss ich zugeben. Ich finde, die Truhen sehen wirklich, wirklich schick aus. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass mir einfach dieser allgemeine Grafikstil sehr stark taugt.
direkt eine nächste Schatzkarte. Die, wie gesagt, gucke ich mir eigentlich so lange nicht an, bis ich diesen Greifhaken habe. Weil ich glaube, nur dann können wir erst anfangen, überhaupt Schätze zu bergen. Solange ist mir dieses Thema Schatzkarte eigentlich noch relativ egal. Und ich habe aktuell noch keine Möglichkeit, euch die Schatzkarten einzublenden, weil ich ja keinen Pro-Controller habe. Ich bin immer noch im Überlegen, ob ich mir einen kaufen soll. Ne? Es wird dann nur für dieses LP. Und nur, dass ihr die Schatzkarten seht. Aber es würde das LP halt verbessern. Und dafür, ja, ist es mir dann doch wert. Ich habe gesehen, die kosten noch irgendwie so auf Amazon gebraucht circa 30 Euro. So stand 2018, wann auch immer ihr dieses LP gucken werdet. Wird sich eigentlich schon lohnen, das zu investieren. Ich bin noch im Überlegen, aber ne, auf jeden Fall, solange ich hier noch nichts hab. Yo, was sind das denn für Wesen? Irgendwelche Würmer? Kann ich die... Oh, yo. Bringt das was? Oh, ich bin in die Lava gefallen. Ja, das war natürlich nicht so geplant. Aber sind diese Würmer gegen Wasser anfällig? Ich werde das gleich nochmal probieren. So, Moment. Wir werfen jetzt hier erstmal Wasser hin. Dass ich hier hoffentlich nicht mehr in die Lava falle. Doch, schaut mal. Dann ziehen die sich zusammen. Kann ich die einfach in die Lava werfen? Jetzt ernsthaft, oder was? Oh, lol, nee. Das juckt die gar nicht. Okay, ich muss die im Auge treffen. Was wird denn das hier? Das ist übel weird. Das sind irgendwelche Würmer, denen die Lava nichts ausmacht. Ich muss, glaube ich, eher eine Sprungattacke machen, ne? Ich glaube, ich muss eher eine Sprungattacke machen. Probieren wir das nochmal. Ich halte mal mein Schild vor. Ja, die Sprungattacke ist es. Aber wie viel halten die denn aus? Ich muss den doch irgendwie anders Damage machen können. So, Schild vorhalten, ne? Und... Oh, was ist denn das? Das ist übel weird. Ich mache den irgendwie nicht richtig Schaden. Ich glaube, ich missachte hier irgendwas. Was geht denn bei euch? Das kann doch nicht die Lösung für diesen Kampf sein. Okay, überlegen wir mal. Wenn wir die, ne, mit Wasser beträufeln, dann werden die zu so einer... Oh, toll, jetzt muss ich ausweichen. Okay, wenn ich die mit Wasser beträufel, dann werden die zu so einer Kugel. Aber wenn ich sie als Kugel in die Lava werf, juckt es die nicht, ne? Also Lava ist kein Stress für die. Ich habe aber sonst noch nichts. Ich habe aber sonst schlicht und ergreifend nichts. Jetzt habe ich mein Schwert nicht gezückt. Und dann fallen die mal in die Lava. Das ist zum Kotzen. Das ist halt wirklich zum Kotzen, ne? Ich probiere noch mal einen Sprungangriff. Ich probiere es nochmal. Nein, das ist... Was ist das für ein... Pommes frites. Okay, wir machen das nochmal anders. Wir probieren das nochmal. So, wir machen jetzt mal hier so. Dann kann ich da rüber. So, dann werfe ich das hier rüber. Dann nehme ich mir diese Viecher als Kugel. Und werfe die jetzt mal darüber. Ne, da kann ich ja entspannt gegen die kämpfen. Oh, ich kann ihm Damage machen. Ich kann ihm, wenn sie zusammengerollt sind, Damage. Ah! Ich dachte, die wären in so einer Art Schutzpanzer und ich würde nicht an die rankommen. Aber das erklärt natürlich so einiges. Okay. Das macht die Dinge natürlich einfacher. So, und hier muss ich wahrscheinlich da drüben eine Plattform erschaffen, um dann da hochzukommen mit Hilfe der Lavafontäne, würde ich schätzen. Aber ich denke, das wird nicht der letzte Wurm sein, den wir begegnen. Dementsprechend ist es schon mal gut zu wissen, wie man gegen sie kämpft. So, hier rüber. Gut. Neue Gegnerart kennengelernt und die hätte ich eigentlich fotografieren müssen, ne? Ah, oh, scheiße. Naja, aber ich denke mal, wir können ja hier im Dungeon immer wieder zurückkommen. Dementsprechend ist es, glaube ich, nicht so tragisch. Hoffe ich. Diese Fotoquest bereitet mir irgendwie immer noch Kopfzerbrechen. Aber solange ich die Bosse fotografiere, wobei mir da auch geschrieben wurde, die kann ich wohl im späteren Spielverlauf nochmal treffen. Ich schätze mal, es wird irgendwie wieder so eine Art Boss-Rush-Modus geben oder so. Ja, mal gucken. Ich mache mir da mal nicht so einen Kopf. Und im Notfall, selbst wenn ich es nicht schaffe, so, mein Gott, ne? Habe ich die Fotoquest halt nicht geschafft. Das ist auch kein Beinbruch. Ich gebe mein Bestes, aber... Mal gucken. So, hier drüben geht's für uns weiter. Da ist nochmal so ein Teleportkrug. Da kommen wir aktuell nicht drüber. Ich werde hier nochmal kurz reinhüpfen, damit der aktiviert ist. Ich weiß nicht, ob man die aktivieren muss. Okay, wir sind wieder zurück. Ich bin mal kurz die ganzen Teleportkrüge durchgegangen. Ich habe das mal rausgeschnitten, ne? So, hier geht's wieder nach draußen. Ne? Es ist immer so ein Rein und Raus und irgendwie steigt man halt einfach diesen Vulkan nach oben. Oh! Wir sind schon ordentlich weit oben. Und ich glaube, ich weiß, warum der Typ sauer ist. Das sieht irgendwie aus, als ob der in der Kloschüssel feststecken würde oder so. Boah, der eskaliert ja komplett. Ich glaube, der
Der wird da irgendwie angegriffen oder so. Ich bin da noch nicht ganz sicher. Aber hier sind auf jeden Fall mal zwei Moblins, die wir besiegen müssen. Und da ist einfach Medoli. Und die wurde tatsächlich gefangen genommen. Krass. Krass, krass, krass. Aua. Okay, Moment mal. Aber wir können ja hier... Oh, verdammt. Okay, die schlagen schneller zu. Moment, wir lassen ihn angreifen. Hey, ich drück doch A. Sehr schön. So wollte ich das Ganze. So, jetzt steh auf. Steh auf. Du machst gar nichts hier, mein Freund. Okay, sehr gut. Das war ja easy. Oh, aber das war's noch nicht. Das war's noch lange nicht. Okay, das scheint wohl der Zwischenboss zu sein, ne? Das scheint wohl der Zwischenboss zu sein. Und den zu fotografieren scheint auch gar nicht so easy zu sein. Okay, ich versuche auch den hier mal wieder zu kontern. Lass mal das Glücksamulett mitnehmen. Oh, nee, wenn ich hier A drücke, dann macht er gar nichts. Okay. So. Du denkst auch wohl, bist du ein ganz krasser, ne? Aber wenn ich den gar nicht aufstehen lasse... Oh, wir können sogar seine Waffe nehmen. Oh, wie cool. Wir nehmen einfach seine Waffe und prügeln sie ihm einfach mies ins Gesicht. Und ich blink sogar rot. Ach so, mit 1,5 Herzen blinkt man schon. Ja, okay, das ist natürlich suboptimal. So, was geht hier? Mhm. Ihr habt mir nämlich auch gesagt, dass die Farbe was damit zu tun hat, welche Gegenstände rauskommen. Das ist irgendwie eine Piratenkette oder so rausgekommen und ich komme da nicht ran. Wie asozial. Übrigens, hier ist übelst der coole Schatz. Aber komm ich nicht ran, jetzt ist er despawned. Das ist traurig. Aber wir haben Medoli gerettet. Hübi, bist du gekommen, um mich zu retten? Ich danke dir vielmals. Es ist wirklich schrecklich. Irgendjemand scheint sich einen bösen Streich mit dem Schweif des ehrenwerten Valo zu erlauben. Deswegen ist er so furchtbar verärgert. Ah, sag ich euch, er steckt in der Kloschüssel fest. Und irgendwas macht ihm da ziemlich viel Damage. Der Schweif des ehrenwerten Valo hängt in dem Raum genau unter uns. Dort muss es irgendwie jemand oder irgendwas sein. Bestimmt haben die Monster, die mich vorhin entführt haben, was damit zu tun. Bitte, du musst schnell was unternehmen. Ich werde inzwischen die anderen über diese Umstände aufklären. Hübi, nimm das hier und benutze es, um von hier wegzukommen. Dessen habe ich mich immer bedient, bevor ich zum ersten Mal hierher kam. Es war ein weit verbreitetes Werkzeug beim Volk der Orni, bevor wir alle Flügel bekamen. Oh, ist es das Dungeon-Item? Jawohl! Du hast den Greifhaken erhalten, ein Gegenstand, der beim Volk der Orni noch aus jener Zeit stammt, der sie noch keine Flügel hat. Okay, krass. Ja, geil. Damit kann ich jetzt sogar Schätze bergen, Freunde. Es gibt gar nicht sowas wie einen Greifhaken für unser Boot. Wir nehmen einfach den hier. Ja, wie cool ist das denn? Oh, das ist feierbar. Aber ich muss jetzt direkt mal was abchecken. Ich komme hier nicht raus. Ja, dann checke ich doch nichts ab. Ja, nice, ne? Okay, wir nehmen den. Legen den mal auf Y. Wenn du den Greifhaken an diese Stange schießt, kannst du dich nach drüben schwingen. Okay. Kann ich den anvisieren? Nee, ich muss das so machen. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Nee, Moment. Stopp, so. Okay. Ja, nice. Das ist ja verhältnismäßig easy. Leider kann ich das hier nicht irgendwie automatisch anvisieren. Ich muss das immer manuell machen. Was tatsächlich ein bisschen nervig ist, aber... Na, was soll's. Jetzt kommen wir an viele andere Gebiete. So, hier sind wir rausgekommen. Und genau da wollte ich auch hin, ne? Weil hier geht es jetzt irgendwie in die andere Richtung weiter. Keine Ahnung, was da los ist. Aber es sieht auf jeden Fall spannend aus. Ich kann auch den Flug steuern. Also ich kann auch mich so ein bisschen diagonal schleudern lassen. Oder von rechts nach links, ne? Irgendwie so um den Dreh. Ja. Nice Sache. Cool. Ja, das gefällt mir. Und da lag ich mit meiner Vermutung mit der Peitsche gar nicht so schlecht. Ich habe ja im letzten Part gemeint, dass ich diese Teile schon mal gesehen habe in Spirit Tracks. Und da hat man eine Peitsche bekommen, um mit denen zu arbeiten, ne? Jo, was geht mit dir ab? Hau ab. Ist der gerade einfach selber runtergefallen? Oh, hier ist noch einer. Oh, ihr Säcke. Verzieh dich, Bro. Okay, sehr gut. Ne? Greifhaken, Peitsche ist ja fast das gleiche. Hey, wir kriegen sogar eine Truhe. Dafür, dass wir die hier alle besiegen. Beziehungsweise die zwei. Der eine hat sich eigentlich so gut wie selber umgebracht. Und der andere saß in einer Vase drin und hat auch gewartet, dass ich ihn exekutiere. War jetzt nicht so die Herausforderung. Arroganz. Ist da. Und hier muss ich jetzt runter, oder was? Muss ich einfach die Brücke kaputt machen? Scheint fast so, ne? Oh, nee. So war das nicht geplant. Hupsi! Ich will aber da runter. Oder muss ich? Ich muss doch quasi da runter. Direkt unter mir ist die Truhe. Was willst du mir jetzt wieder erzählen?
Hast du nicht gesehen, wie unter der Hängebrücke eine Schatzkiste aufgetaucht ist? Ah, nee, echt. Ich muss da runterkommen. Oh, danke. Da wäre ich ja gar nicht selber drauf gekommen. Oh, ich hasse es, wenn einem immer so offensichtliche Sachen erklärt werden. Ich mag das nicht. Ja, wie mache ich das da oben kaputt? Na, das ist so. Ich hacke einfach mal weiter drauf ein und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Mhm. Bricht die jetzt in der Mitte? Nee, irgendwie auch nicht, ne? Ah, doch jetzt! Okay. Man muss einfach nur alle Schnüre durchtrennen und dann in die Mitte der Brücke gehen, da wo die Last am größten ist. Direkt noch ein Glücksamulett. Also wir können bald die ganze Lehrerin jetzt schon mit Glücksamuletten versorgen, wenn wir aus dem Dungeon hier rauskommen. Ja, entspannt. Okay, hier müssen wir jetzt auch Plattformer schaffen, um wieder nach oben zu kommen. Aber das ist ja gar nicht mein Ziel, denn oben ging es gar nicht für uns weiter. Was sind das denn für Käfige? Auch sehr interessant. Oh, die muss ich hier runtertrennen. Ich kapiere. Wir sind richtig gut, Friends. Wir sind brutal. Wir sind bockstarke Breath of the Wild, wollte ich schon sagen. Wind Waker-Spieler natürlich. Okay, aber jetzt wird es hier ein bisschen interessant. Jetzt kommen hier irgendwie so Schaukelspielchen und so weiter ins Spiel. Jetzt wird es irgendwie noch ein Tick herausfordernder, ne? Der Dungeon fing sehr einfach an. Aber da dachte ich mir so, ja, okay, ist ein erster Dungeon, ne? Da erwartet man eh noch nicht so viel, soll den Spieler so ein bisschen einfühlen in die ganze Mechanik, aber jetzt kommen immer mehr so, ja, doch, man könnte fast schon sagen, Rätselelemente dazu und hier geht es gar nicht für mich lang. Warum das denn? Ah! Weil da was ist, wo ich mich hinhängen kann. Das ist ein Hebel. Das ist ein Hebel, der an der Decke hängt, sozusagen. Dadurch löse ich den aus. Mhm. Das Ganze geht auf, aber um jetzt wieder zurückzukommen, muss ich jetzt hier auch ein bisschen hin und her schwingen. Ja, cool. Das ist geil. Das ist ein richtig gutes, aber auch untypisches erstes Item, muss man zugeben. Na, also Greifhaken als erstes Item. Oh nein, ich wollte gar nicht springen. Ich wollte irgendwie das anhalten, dass ich nicht schwinge, weil ich hier meine Richtung drehen muss. Oh, da kam ich leider etwas mit den Knöpfen durcheinander. So, hier. Anhalten, ZR ist es. ZR ist es, genau. Und dann kann ich mich hier drehen. Ich kann mich sogar noch weiter abseilen. Ja. Und dann komme ich hier rüber und das war ganz schön knapp. Yo. Zum Glück kriege ich hier noch mein Herz. Damit kann ich mich noch mal ein bisschen hochheilen. So, und dann einfach hier rüber, ne? Ja, es ist alles. Es liegt alles noch im machbaren Bereich. Ich schaue auch immer mal ein bisschen auf die Karte, ob da irgendwo noch Truhen sind. Im nächsten Raum gibt es eine Truhe für uns. Die werden wir uns natürlich zu Gemüte führen. Oh, lol. Die ist irgendwie in Flammen. Ah! Ihr seid's, Freunde. Oh, jetzt habe ich sie direkt gebumst. Oh, okay, nice. Aber Moment mal. Ich habe eine Vermutung. Wenn ich mich hier drauf stelle, geht das Feuer aus. Ja, und ich glaube, das ist sogar der große Schlüssel. Aber wenn ich runtergehe, geht's wieder an. Ich muss hier diese Käfer draufstellen. Wie auch immer das aussehen soll. Genau so. Hey, warum rollst du so weit zurück? Ah, blöde. Was ist denn so überhaupt? Eine Raupe eher? Oder eine Assel? Oder keine Ahnung. Wie bei Turbo eklig. So. Ach lol, also nicht immer One-Hitte. Ich möchte das gar nicht. Okay, zum Glück spawnen die hier unendlich. Ich mache leider immer zu miese Moves für sie. Leute, wir sind zu krass. So, ne? Ich hacke jetzt hier mal ein bisschen auf sie ein. Genau, dann. Du sollst in den Schutzmodus gehen. Genau, das sollst du tun. Und dann hebe ich dich hoch. Und dann kann ich dich nämlich hier drauf ablegen. Und dann kommen wir zur Truhe. Okay, kapiert. Und hier ist es wirklich der große Schlüssel, oder was? Hammermäßig, Leute. Der erste große Schlüssel des Spiels. Das ist jetzt alles immer so das erste Mal. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Geil. Geil, geil, geil. Hammermäßig. Ja, cool. Aber dann sind wir hier auf jeden Fall durch. Aber es gibt noch den einen oder anderen Raum, in dem es eine Truhe gibt. Ich gehe hier auf jeden Fall mal zurück. Okay, wir sind wieder im Hauptraum. Jetzt muss ich mal gucken, wie es von hier weitergeht. Ich habe eine Vermutung. Ich kann mich ja... Oh, hier sind noch mehr jetzt von diesen Feuerfledermäusen. Die sind jetzt irgendwie alle aufgetaucht, nachdem ich den großen Schlüssel habe. Die waren davor nie da. Wenn ich mich hier hinhänge. Wenn ich mich hier hinhänge, kann ich mich dann da drüben auf diese Plattform schleudern? Theoretisch schon, oder? Das müsste doch eigentlich drin sein.
vermute ich. Und dann kommen wir nämlich da unten in diesen geheimen Raum. Was auch immer da abgeht. Und die Distanz reicht nicht. Sie reicht nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Dann kann ich ja eigentlich nur den Weg wieder zurückgehen. Ach, verzieht euch doch! Ja, ich hasse das, vor allem, weil immer diese Kampfmusik kommt und nicht die schöne Dungeon-Musik, die ich so gern mag. Mann, Mann, Mann. Ich habe die Nerven ganz schön auf die Probe gestellt. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Wir müssen diesen Weg wieder zurück. So. Hier über die Plattform. Mal ein bisschen auf die Karte gucken, wo man rauskommt. Hier sind wir jetzt? Ach so, das war schon die ganze Zeit hier. Wir waren schon die ganze Zeit hier in dem Hauptraum, ja. Sag mir das halt einer. Okay. Aber ich werde daraus irgendwie nicht schlau. Moment. Doch natürlich werde ich daraus schlau. Es gibt aber noch eine Truhe. Es gibt noch eine Truhe. Im ersten Geschoss. Nee, im Erdgeschoss. Die ich noch nicht habe. Wir können jetzt einfach zurück in den Raum gehen. Wo wir herkamen. Also, ne? Wir können ja jetzt wirklich tatsächlich einfach. So, da drauf. Nein! Oh, ich werde da wieder zurückgeschleudert. In den Raum mit dem Krug, mit dem gelben Rauch. Hüpf halt, Link! Diese Lava macht mich wahnsinnig. Das ist so nervig. Diese Fledermäuse. Das macht mich wahnsinnig. Ich hasse Insekten allgemein schon. Aber nicht, weil ich mich irgendwie davor ekel, sondern weil die einfach so nervig sind. Eigentlich, wenn wir jetzt einfach in diesen Raum hier zurückgehen, dann sind wir dann nicht genau da, wo wir hinwollen? Wir müssen es wieder nach oben arbeiten. Das ist klar. Wie gesagt, eine Truhe fehlt mir noch. Die können wir auch theoretisch nach dem Boss holen. Also hoffe ich. Oder vielleicht hole ich die gleich noch. Vielleicht tue ich die gleich noch. Wir sehen uns beim Krug. So, wir sind wieder im Erdgeschoss. Denn wie gesagt, hier wird mir noch eine Truhe angezeigt. Und die möchte ich auf jeden Fall noch holen. Dank dieser Teleporter kann man sich hier relativ gezielt fortbewegen, was ich sehr cool finde. Und ich erinnere mich sogar, wo die Truhe war. Das war einfach hier um die Ecke. Genau, und jetzt mit dem Greifhaken sollten wir da eigentlich ganz gut hinkommen. Ja, sehr schön. Dann haben wir nämlich den Dungeon zu 100%. Zumindest abgesehen von dem Boss. Und hier ist sogar was Besonderes drin? Dass diese Animation kommt? Oho! Nochmal eine Schatzkarte. Boah, ich bin ja gespannt, was bei diesen Schatzkarten alles ist, ne? Also so nach dem Motto Herzteile oder vielleicht eine Rubine oder... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was sich da befindet. So, und hier wären wir wieder. Das ist, glaube ich, der Raum, wo es zur Bosstür geht. Ich glaube, die ist sogar direkt da vorne. Aber, Leute, wer die Partzeit sich angeschaut hat, der wird wissen, dass wir... Moment mal, hier kann ich ja auch meinen Move machen, ne? Hey, ich bin doch ausgewichen. Ich habe A gedrückt. Gib ihm jetzt. Hey, was passiert hier? Das ist super weird. Der wird sehen, dass wir hier den Pfad beenden, Friends. Es tut mir furchtbar leid. Hey, ein Ritterwappen. Ein neuer Schatz. Okay, cool. Gefällt mir. Und hier drüben haben wir einen gelben Rubin. Toll, der verfällt nämlich. Weil, wie ihr schon seht, rechts unten, ne? Wir haben schon 500 Rubine. Und mehr als 500 können wir leider nicht tragen. Was ein bisschen schade ist. Aber beim nächsten Mal geht es dem Boss hier an den Kragen. Irgendwer... Hey, hier ist sogar eine Fee. Verdammt, die hätte ich meine Flasche packen müssen. Ist hier noch eine? Oh, hier ist noch ein Glücksamulett. Ist hier vielleicht noch mal eine Fee? Ich packe hier mal kurz meine Flasche aus. Na, sowas kann nie schaden, ne? Nein, nein, nicht einsammeln. Du sollst in die Flasche gehen. Ja! Sehr gut! Die ist voll traurig. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Aber wer auch immer hier Valo Schmerzen bereitet, den bereiten wir beim nächsten Mal Schmerzen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Daumen nach oben, bitte. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, euer Hübi.